Leitstelle Köln, hallo? Diekmann, mein Name. Wir hatten einen Autounfall, mein Mann ist schwer verletzt. Frau Diekmann, ganz ruhig, wo genau sind Sie? Das ist die A3, Kilometer 37. Was ist denn passiert? Wir sind hier gefahren und dann hat sich ein Auto vom Abschleppwagen gelöst. Da sind wir reingefahren. Zwei Verletzte mindestens. Okay, Frau Diekmann, dann bleiben Sie ganz ruhig. Ich schicke Ihnen Notarzt, zwei Rettungswagen und die Autobahnpolizei. Wenn wir die Kollegen sehen, machen Sie auf sich aufmerksam und Sie können jetzt auflegen. Ja, okay, danke, danke. Mahlzeit. Ich komm. Der Ersthelfer. Das ist gut. Was hast du gemacht bis jetzt? Nichts, gar nicht. Seit einem offenen Bruch, da kann ja nichts machen. Ich hab nichts dabei. Ich bin nur zufällig vorbeigekommen. Okay. Und hab da schnell geholfen. Ist nur er? Nee, da ist noch ein anderer, der sitzt da draußen hin, aber dem geht's relativ gut. Hallo. Hi. Wir machen hinten erstmal zu, da vorne ist eine leicht verletzte Person oder leicht herverletzt. Das wäre mir lieb, wenn ihr uns den Rücken freihaltet. Ne? Wer ist ansprechbar? Geht ihr durch? Zum Zweiten? So, kommen Sie mal ein Stück zur Seite. Erzählen Sie mir, was passiert ist. Selbstverständlich ist das eine stressige Situation. Auf der Autobahn, Verkehrsunfall, mehrere Verletzten. Wenn da jemand so schreit, das muss man ausblenden. Ich bin froh, wenn jemand schreit. Wer schreit, atmet. Mehr Sorgen würde ich mir machen, wenn die gar nicht reagieren. Ganz ruhig. Ich gucke das einmal ruhig an. Erzähl ruhig dazu. Der Wagen ist über den gerollt? Ist drüber gerollt. Ist drüber gerollt. Über den Baum oder über das Bein? Okay. Man kümmert sich primär erstmal um den Patienten. Dennoch möchte man natürlich immer wissen, wie der Unfall passiert ist. Gerade auf der Autobahn. Für mich völlig unklar, warum zwei Fahrzeuge da vom Schlepper runtergeschossen sind und warum er nur von einem Fahrzeug erwischt wurde und nicht von beiden Fahrzeugen. Also der Unfallhergang war für mich völlig unklar. Bitte. Ich gebe mir sofort was gegen die Schmerzen. Machst du mir irgendwas? Wie ist Ihr Name denn? Da fertig, bitte. Ja, bist du Marcel. Und weiter? Werner. Ist der Herr Werner, Doktor, ja? Ja, ich höre zu. Okay. Ja. Wir kriegen jetzt gleich erstmal was gegen die Schmerzen, dann gucke ich mir das in Ruhe an bei Ihnen, ja? Ja, bitte. Also das Fahrzeug ist übers Bein gerollt. Carsten, kannst du mal kurz? Die Fenster ist klar. Ja, ich gebe Ihnen sofort was gegen die Schmerzen, ich kümmere mich sofort, ja? Machen erstmal den Zugang, sonst komme ich an Sie nicht dran. Ja, lauf. Okay. Ja, jetzt Tachykard. Ja, kommt doch hier an, ja, okay. Dann mach bitte Blutdruck dran, Vitalparameter dran. Ja, mach ich. So, jetzt nicht erschrecken, ich gebe Ihnen jetzt einmal was gegen die Schmerzen. Ich gebe erstmal fürs Protokoll 01. Ja? Okay, 01 ist drin. Ich guck mir jetzt einmal Ihren Körper an, ja? Ja. Wird schon ein bisschen besser mit den Schmerzen? Ganz ruhig atmen. Machen wir einen Tourniquet bitte einmal. Ja. Es sieht zwar nicht arteriell aus, aber falls wir was kaputt machen, war das denn? Dass wir direkt durchziehen können. Ich habe eben einen Check noch gesehen. Okay. Auch wenn der Patient massivste Schmerzen hat, hat er relatives Glück gehabt. Also der Bodycheck war OB, der Thorax war gut, Abdomen war weich, keine Kopfverletzung. Er hatte wirklich nur in Anführungszeichen den offenen Bruch. Die Gefahr bei sowas ist, wenn man einen Bruch versorgt oder einen Patienten dort rettet, dass Fragmentstücke von dem Knochen umliegende Gefäße aufschlitzen können. Deswegen haben wir Tourniquet umgemacht, um für den Fall, dass wir eine Arterie aufschlitzen, sofort zuziehen können, um keine Blutung zu haben. Tourniquet liegt locker drum, ist noch nicht zugezogen, ja? Augen auflassen. Reden Sie mit mir, ja? Herr Werner war das, ne? Herr Werner, tut denn irgendwas an der Wirbelsäule weh, wenn ich hier so vorsichtig entlang gehe? Kannst du mir geben? Nee, tut alles weh. Ja. Kennen Sie, zu welchem Verhältnis stehen Sie? Wir sind gute Kumpels. Also können Sie wahrscheinlich mit nichts Vorerkrankungen und Allergien? Wir kennen uns lange, der hat keine, nein. Sind Sie sonst gesund, außer Ihrem Knöchel jetzt? Oder haben Sie irgendwelche Begleiterkrankungen, Allergien auf Medikamente? Nicht so mit dem Kopf wackeln, ja, nein sagen reicht. Nicht, dass ich weiß. Ich höre mir noch einmal die Lunge an. Nicht, dass hier doch irgendwas abgekriegt hat, was wir nicht fühlen können. Holen wir ihn am besten raus mit Schaufeltrage. Ja. Und packen ihn dann aber Trage mit Vakuummatratze, ja? Mhm. Dass wir den so wenig wie möglich mobilisieren. Versuchen Sie mal ganz ruhig Luft zu holen. Okay, hier ist auskultatorisch OB. Okay. Machst du dann gleich, wenn du drin hast, noch mal einmal einen Druck?
Ja, sofort. Ich werfe einen kurzen Blick nach hinten zu Mach den Jungs. Das, wenn was ist. Ja. Ruf mal. Bevor wir den umlagern, ja, komme ich wieder zu euch. Okay. Machen wir mit Schaufeltrage. Schön wach bleiben, ja? Wenn sich irgendwas verändert, sagen Sie den Kollegen Bescheid. Ja. Wenn das da anfängt durchzusicken, sag mal Bescheid. Zuziehen. Mach mal zu, ja. Okay? Ja. Ich gehe einmal nach hinten. Janik, was hast du? Mein zweites Rettungsteam hat sich schon mal um den jungen Mann gekümmert, der noch im Fahrzeug saß, mit dem Stiffneck versorgt. Ich habe dann lediglich nur noch mal einen Bodycheck gemacht, um deren Erstdiagnostik zu bestätigen, habe mir die Gesichtsverletzungen angeguckt. Der Herr konnte mir leider auch nicht sagen, wie der Unfall richtig vonstatten gegangen ist. Von daher war der Unfallablauf für mich immer noch unklar und ich habe mich primär auf das Medizinische konzentriert. Okay, sollte sich irgendwas verändern, ruf mich, weil vorne der ist nicht ganz koscher, den will ich jetzt intubieren. Okay. Janik, hatte sie was von Vorerkrankung erzählt? Nee. Nein. Habt ihr nichts? Wenn was ist, ruft mich, okay? Wir machen noch einen Zucker im Auto und dann... Ja, und wenn ihr euch nicht sicher seid, machen wir lieber zusammen dann. Sag ihr Bescheid, wenn okay. Fahren. Danke. Doc, wie weit seid ihr, Jungs? Aktueller Druck 110. Ja, lassen wir. Ihm wird aber immer mehr schummrig, schwarz. Ja, ich will ihn intubieren. Dass wir gucken, dass wir so schnell wie möglich reinkommen. Sag mal, siehst du, ob die Extremität unten irgendwo festhängt? Sonst würde ich sagen, lass uns die Karre ein Stück zurückschieben. Also, genau. Geht das? Das geht. Ja? Hängt nicht fest, ja? Okay. Dann, pass auf. Gang raus, Handbremse los. Stabilisierst du schon mal so ein bisschen? Das geht? Neun Stück. Wunderbar. So, jetzt Gang rein, Handbremse ran, nicht, dass uns die Karre wieder drüber fährt. Genau. Mach. So, gut. Also wie gesagt, hier ne, nur Hämatom und Ähnliches, aber okay. Keine Fraktur, keine Komplikation eben. Dann bleiben Sie jetzt bitte hier stehen, falls Sie gleich noch Fragen haben. Ja? Ja. Die Polizei hat sicherlich auch noch Fragen. Eins habe ich noch. Ist der von beiden Fahrzeugen überrollt worden? Nein, nur von einem. Von einem Fahrzeug. Verstehe ich nicht, aber okay. Fühl mal, guck mal nach. Hab ich. Hast du? Arm, hab ich. Hervorragend. Sinusrhythmus war. Machst du hier noch einmal blank, dass ich Patella ist oder ja. Ist Hämatom. Ne, also ein Hämatom, keine Krepitation. Wenn das Fraktur wäre, hätten wir es ja schon. Hätte er sich schon akustisch bemerkbar gemacht. Nee, reicht mir. Okay. Reicht? Dann drauf, gut. Ins Fahrzeug. Ja. Bei sowas hast du immer so ein bisschen das Hemd am Flattern. Weil jede Bewegung kann eine arterielle Blutung verursachen. Von daher sind mir drei Steine vom Herzen gefallen, als wir den schonend im RTW hatten, wir den kontrolliert intubieren konnten und er die ganze Zeit kreislaufstabil war, ohne dass wir eine arterielle Blutung gelöst haben. Offene Frakturen, das geht ganz schnell. Einmal falsch bewegt, schon blutet. Schön tief Luft holen. Wie weit seid ihr? Intubation steht auch. Du bist gut. Dann bitte Dormicum Ketanest rein. So, ich halte das jetzt ein bisschen strammer drauf, ja? Nicht erschrecken, nur ruhig Luft holen. Wenn Sie gleich müde werden und einschlafen, helfe ich Ihnen so ein bisschen. Rein mit den Minis. Wird schon komisch im Kopf? Ganz ruhig Luft holen. Jetzt müssten Sie eigentlich schlagartig müde werden. Ketamin komplett rein? Ja. Und da schläft er. Jetzt helfe ich Ihnen ein bisschen beim Beatmen. Guten Tag, der Herr. Guten Tag. So, ja, Ketamin, du kannst dich vielleicht drin? An den jungen Mann da gleich schon mal wenden. Ja. Das ist der Beifahrer von hier. Okay. Ne? Ja, dann schauen wir doch mal. Okay. Das ist also der Fahrer von... Wenn ich es richtig verstanden habe, ist er der Beifahrer, dann bleibt ja nur er als Fahrer über. Das war ein Schlepper, ne? Ja. Was okay. Setzt den mal an? Hab ich. Gut. Zieh mal raus. Führungsstab raus. Filter haben wir schon, ne? Filter habe ich dran. Einer bitte abhören. Ja. Er ist auf dem Magen, bitte. Dann erzählen Sie mal, wie ist es denn zu dem Unfall gekommen? Ja, wir haben zwei Autos abgeschleppt und plötzlich während der Fahrt merken wir Brums und sehen auf einmal, oh, ein Wagen ist runtergerollt. Da haben wir angehalten, ne? Ja, dann sind wir runtergelaufen und haben geschaut, hey, was ist passiert? Und plötzlich kommt der zweite Wagen runtergerollt und er stand davor. Ja, wie kann das denn passieren? Ja, wir wissen doch auch, wie man das sichert, oder ja, nicht? Wir machen das so bestimmt nicht zum ersten Mal. Nicht seit gestern. Also, irgendwie müssen wir was falsch gemacht haben. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Wenn der Sachverhalt nicht so ganz klar ist und gerade wenn ich so ein komisches Bauchgefühl habe wie hier, wenn Profis, die eigentlich wissen müssten, wie man Ladung sichert, die Ladung plötzlich verlieren, ja, das ist schon komisch. Dann werde ich neugierig und wenn ich neugierig werde, dann will ich es immer ganz genau wissen. Darf ich euch kurz ins Wort fallen? Jawohl. Habt ihr die Personalien von ihm schon?
Nein, haben wir noch nicht. Er ist soweit stabil. Den würde ich jetzt Klinik am Südring fahren lassen. Ja. Also wenn wollt ihr euch da die Personal oder ihr fahrt. Habt ihr den Personalausweis schon gefunden oder sowas? Oder? Habt ihr Identifikation von dem Patienten? Nein, ja, so. Hat er irgendwas gesagt? So und sie muss mal mit meinem Kollegen sprechen, der hat mit ihm gesprochen. Weil sonst würde ich gerne einmal kurz fahren. Ja. Also, dann sprich mit ihm. Ich guck einmal kurz, ob ich da noch was kriege. Ja, dann. Herr Diekmann, Gerke von der Polizei. Ja. Können Sie mir irgendwie kurzfristig mal noch was sagen, was passiert ist? Ja, ich weiß nur, dass ich in die Bremse gestiegen bin und dann hat's geknallt. Ja, und die Autos, wo kamen die jetzt her? Wie ist es zu dem Zusammenstoß gekommen? Es ging alles viel zu schnell. Vor mir der Stieg in die Eisen und schon bin ich draufgerauscht. Ja, weil die Autos, die kommen von dem Abschleppunternehmen, ne? Ja, vor mir. Haben Sie irgendwie gesehen, die sind einfach so runtergerollt? Ja. Herr Diekmann, bis dahin. Ich danke Ihnen. Ja, wir können fahren, ja? Arnold für den 1332. Ja, der Kollege hatte vorhin zwei Kennzeichen abgefragt. Kann ich jetzt kommen mit den beiden PKWs? Ich hätte die eben abgefragt. Ja, kommen Sie. Also, wir haben als erstes das Kennzeichen Köln-Trennung XY262. Der Wagen wurde von einem Herrn Meier vor ungefähr einer Stunde, anderthalb als gestohlen gemeldet. Also in unserem Alltag bei der Polizei ist natürlich immer alles möglich. Und wenn sich ein Sachverhalt aber so plötzlich so dreht und dann so ein Highlight kommt wie das Auto ist gestohlen, ja, dann geht natürlich schon der Puls mal richtig ordentlich in die Höhe und das Adrenalin schießt einmal ein, weil da ändert sich ja wirklich alles. Ich muss den Kollegen und mich sichern, wir müssen uns abstimmen. Vielleicht müssen wir ja einen festnehmen, vielleicht will der sich ja auch der Festnahme entziehen, vielleicht ist er bewaffnet. So, Herr Altmaier, wir haben da jetzt gerade ein kleines Problem. Das eine Fahrzeug, dafür lag wohl ein Auftrag vor, sagte die Firma. Ja. Das andere Fahrzeug ist als gestohlen gemeldet worden vor anderthalb Stunden. Nein. Was ist denn da los? Nein, kann nicht sein. Das ist. Der Auftrag wäre sowieso noch reingekommen. Der war falsch geparkt und da dachten wir, wenn der Auftrag eh schon reinkommt, dann nehmen wir den gleich mal mit. Also ein Falschparker und. Der ist aber der Leitstelle nicht angekündigt worden. So wäre das ja normalerweise üblich. Ich meine, hallo, also es gibt nicht umsonst einen hoheitlichen Auftrag. Also, es gibt Dinge, die darf die Polizei, es gibt Dinge, die darf ein Abschleppunternehmen. Aber mit Sicherheit nicht einfach ein Auto mal eben so mitnehmen. Und ja, da wollten wir genau wissen, was steckt dahinter. Sie haben auch nicht gesehen, irgendwie, ob das Fahrzeug nicht gesichert war. Das hat erst so schräg runtergefallen. Es fiel uns plötzlich vor die Füße. Ja, okay. Kommen, Arnold. Ja, ich habe jetzt noch mal gerade mit dem Herrn Reinl Rücksprache gehalten. Er hatte sich wohl beim ersten Mal vertan. Der Pkw mit dem Kennzeichen Köln-Trennung AS7320, der sollte ebenfalls nicht abgeschleppt werden, zumindest nicht über den... Hey, Scheiße! Scheiße! Hast du ihn? Okay. So, mal schön ruhig bleiben. Ja, der Kollege legt Ihnen jetzt mal hier die 8 an. Ja, wenn Sie jetzt noch weiter hier irgendwie meinen, Sie müssten irgendwelche Stunts hinlegen, dann tut das ein bisschen mehr weh, als es muss. Okay. Also jetzt ganz ruhig. So, und dann können wir gleich mal mit der ganzen Wahrheit anfangen, ja? Wir helfen Ihnen jetzt gerne wieder hoch. Jetzt müssen Sie allerdings mal so ein bisschen kooperativ und ruhig sein, ja? Okay. Ja, dass unser Beifahrer des Abschleppwagens hier sich jetzt auf den Weg macht und sich überlegt, oh, ich hau mal schnell ab vor der Polizei. Das ist schon so ein bisschen Slapstick-Einlage irgendwo gewesen in dem Moment, weil sich da wirklich dem Staat entziehen auf Dauer würde sowieso nicht klappen. Und die Situation war einfach blöd. Ja, und da lacht man sich hinterher mal so ein bisschen ins Fäustchen. Aber in der Situation ist natürlich erstmal Stress. Was war da jetzt genau los? Jetzt sowieso alles vorbei. Die zwei Autos waren gestohlen, das stimmt. Ja, das haben wir schon mitbekommen. Ich hatte vor, sie zu einem Kumpel in die Werkstatt zu fahren, umzulackieren, die Nummer zu verwischen und in Richtung Osten zu fahren, das Land zu verlassen. Der Fahrer wusste das auch, der hat mit Ihnen da unter einer Decke gesteckt, ja? Nein. Er wusste das nicht. Ja, gut, dann gucken wir mal. Gut. Müssen sich da auch zu nicht zu äußern. Glaube ich soweit erstmal nicht. Ja, da sind die Mitarbeiter eines Abschleppunternehmens extrem dösig gewesen. Die haben sich gedacht, naja, Gelegenheit macht Diebe, wir haben ja eine tolle Tarnung. Echten Abschleppwagen, haben zwei Fahrzeuge aufgeladen, waren da aber wohl so in Hektik, dass sie vergessen haben, die Fahrzeuge richtig zu sichern. Es kam zu einem folgenschweren
Unfall, bei dem sich einer von beiden schwer verletzte. Insgesamt ein Riesenmisserfolg. Sie hätten die Möglichkeit, der freundliche Herr, der als Ersthelfer schon unterwegs war, der würde Sie zum Krankenhaus fahren. Das wäre die schnellste Möglichkeit, denke ich, weil bis der Schlepper hier ist, da vergeht erstmal wieder Zeit. So schnell wie möglich am besten. Wären Sie so freundlich, das ist klasse. Super. Herzlichen Dank nochmal dafür. Frau Diekmann, Ihnen und Ihrem Mann erstmal alles Gute, ja? Dankeschön. Ja,